Hallo und willkommen zurück zu Deponia. In der letzten Folge haben wir es geschafft, uns am Organon vorbeizuschleichen, indem wir uns ein bisschen wie Kletos angezogen haben, verkleidet haben. Und jetzt haben wir eine Spur gefunden, denn Goal ist plötzlich verschwunden. Ja, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir den Müllberg hier wegbekommen. Das geht wahrscheinlich nicht selbst, weil Rufus will nicht aufräumen. Es ist schon ein Wunder, dass er einmal das Mosaik geputzt hat. Selber geputzt. Und deswegen schätze ich mal, wir haben was zu essen und der Wal muss da bestimmt irgendwie ran und das, ne? So, leuchtende Phosphorzuckerwatte. Das war jetzt mein Gedanke, ich habe ein bisschen überlegt. Möglicherweise ist es einfach nicht die richtige Zuckerwatte für ihn. Wir haben ja noch andere Zuckerwattearten. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück und probieren es mal mit Calzone. Vielleicht eine Calzone-Zuckerwatte. Das klingt doch super. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt steht er auf. Ja, okay, und noch einmal. Und dann hätten wir nämlich die Calzone als dritte Zuckerwatte. Jetzt steht er auf Calzone. Ja, also wenn ich ein Fisch wäre und hätte die Wahl, würde ich doch am liebsten die Calzone essen. Sie schimmert leicht im Dunkeln. So, dann muss Rufus die halt erstmal essen, damit wir wieder den Stock haben. Und dann würde ich sagen, probieren wir es mal mit einer wunderbaren Calzone-Zuckerwatte. Flupp. Okay. Und zurück zur Eingangshalle und zurück nach unten, zurück nach draußen und hopp, 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 hopp zum Turm. Zum Müllberg, nee, nicht zum Müllberg, zum hinter dem Turm, genau. Und in den Kabelschacht. So, und jetzt Zuckerwatte mit Calzone-Geschmack. Wahl. So, das muss jetzt klappen, oder? Komm, Fischi, Fischi. Oh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Leuchten kann die, glaube ich, nicht, oder? Wir probieren es mal. Was könnt ihr denn dann noch essen? Also, Zuckerwatte wäre jetzt naheliegend gewesen mit Calzone. Was essen denn Wale? Wale essen Fisch, oder? Essen die nicht den ganzen Tag? Natürlich essen die den ganzen Tag Fisch. Die wohnen im Meer. Die wohnen im Meer, die leben im Meer, meine ich natürlich. Moment mal zurück. Ich wollte mal sehen, ob ich die leuchten kann. Zuckerwatte mit Calzone-Geschmack. Da. Dieses Rätsel zu lösen wird ein Zuckerschlecken. Okay, klappt nicht. Dann vielleicht. Sardellenautomat. Sind da noch welche drin? Das kann nicht sein, oder? Dass ich das nochmal brauche. Einmal sehr unwahrscheinlich. Den Fisch des Tages, bitte. Wirk. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Cool. Jetzt haben wir eine neue Sardelle beim Stiel. Okay, das klingt ja super. Vielleicht hat der Wal einfach keinen Bock auf Zucker, sondern möchte lecker Fisch essen. Der 20 Jahre alt ist und da drin gegammelt hat und so. Aber da riecht er schön knackig, oder? So richtig schön lecker fischig. Kann ich die Sardelle hier ranhängen, irgendwie? Komm, Fischi, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Mit der Lampe? Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Hä? Lampe da oben ran oder so? Das ist ein Eichenrind. Gut, auf, ach nee. Kann ich da jetzt noch Zuckerwatte drumrum machen? Diese Phosphor-Zuckerwatte? Geht das? Was, dass ich immer so weit laufen muss, ist ja echt nervig hier. Na, ich denke, wir kommen der Sache bestimmt näher. Also das klang jetzt so, als hätte der Fisch Appetit auf den Fisch. Also der Wal auf den Fisch. Ihr wisst schon. Achso, Moment. Erstmal auf Phosphor wieder umstellen. Ne, das ist ja logisch. Flupp. Jetzt steht er auf Fort. Ja, ich weiß. Das war mein Plan. So, Sardelle. Maschine? Mach mir hieraus eine neue Geschmacks. Ernsthaft? Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Ich verstehe es nicht. Aber was soll ich denn dann machen, wenn das nicht klappt? Auf ein noch nie. Dann hätte ich gern. Dann mach ich jetzt nochmal so eine Phosphor-Zuckerwatte. Mein. So, komm, ist mal ein bisschen schneller, Rufus. Nom, 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 nom. Nur wer. So, Stock in die Zuckerwattemaschine. Ja, also ich bin jetzt immer noch ein bisschen am Rätseln, aber irgendwie so muss es ja funktionieren, oder? Kann ich das mit der Lampe einfach anleuchten? Okay, kann ich das jetzt verbinden eventuell? Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Wozu ist denn eigentlich dieser Strohhalm da? Komm schon, irgendwas musst du hier gehen. Keine Chance, ich werde bis zu. Tja. Jetzt hätten wir aber eigentlich alles, was ich mir so besorgen kann, oder? Komm schon, Rufus, das muss doch geklärt werden jetzt hier. Wal. Hier, guck mal.
Komm, Fischi, Fischi. Puh, ist wohl auf Diät. Und jetzt nehmen wir die andere, das hier. Sardelle am Spieß. Komm, Fischi. Puh, er sieht sie an. Ach Mensch, das ist doch nicht normal. Haken. Komm, Fischi. Puh, er sieht sie an. Komm, Fischi. Puh, ist wohl auf Diät. Ich weiß es aber auch echt nicht, wie ich das machen soll sonst. Gut, auf. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Wenn das kein Hinweis ist, dann weiß das ich auch Auge nicht. Das Auge muss wohl... Keine Mami! Ich werde jetzt wie immer alles versuchen zu kombinieren. Taschenlampe. Ich sollte vorher weiß... Nee. Ich brauche kein Licht. Oh, hey. Nee. Gut, auf. Ach nee. Irgendeins muss es ja werden. Was hat denn sicher jetzt ist sicher. Nochmal angeleuchtet oder was? Na gut, das bringt ja nichts. Ich sollte vorher weiß... Ich sollte verweisen. Ja, das hat ich auch sollte nicht. Verweisen. Keine Chance. Ich werde. Keine Chance. Ich werde. Das geht auch nicht. Das Auge muss. Aber das muss doch. Da muss doch irgendwie diesen Fisch zu sehen bekommen, oder? Kann ich den wirklich nicht da oben ranhängen? Puh, er sieht sie an. Wieso kann ich denn nicht? Ich müsste irgendwie dafür sorgen, dass dieser Fisch leuchtet, oder? Vielleicht hier ins Tümpelchen halten? In den Eimer? Rein mit euch! Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Das hat der Lärm spießen, aber ich wollte den eigentlich leuchten rein lassen. Rein mit euch! Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Ach Mensch. Gut, auch nee. Das Auge... So, also so funktioniert es auch nicht. Ich habe jetzt schon wieder 13.000 verschiedene Sachen versucht und ich komme nicht weiter. Manu. Zuckerwattemaschine. Kann ich denn eigentlich einfach die Sardelle damit reinschießen? Maschine? Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Was wäre denn, wenn ich jetzt auf geschmacklos stelle? Maschine? Ja, ja. Ich hasse... So. Jetzt steht er auf Geschmack. Vielleicht kann ich da jetzt den neuen Geschmack machen. Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, ach, die nur machen, wofür sie... Das ist doch gemein. Wieso geht das nicht? Kann ich hier noch so ein Teil holen? Ich hab noch. Ja. Aber was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht. Ich komm schon noch drauf. Das hier gab's schon. Ich komm schon noch. Was, wenn ich quersummen will? Nee, das bringt auch nichts, ich weiß. Es sind alles Primzahlen. Ausdauernd, Errungenschaft freigeschaltet. Oh Mann. Ja, also die Phosphor-Zuckerwatte nützt mir nichts. Wir essen die jetzt und dann nehmen wir mal geschmacklos mit und versuchen mal, ob wir das dann verbinden können irgendwie. So, alles klar. Ich hab die Stöcke ausgetauscht. Das ist die Lösung, Leute. Rein da. Das Auge muss wohl heute... Ich versteh's nicht, ich versteh's wirklich nicht. Die Wanne müsste schon im Dunkeln leuchten, aber das Einzige, was sie kann... Keine Schicht. Was mach ich denn falsch? Daran festhalten. Irgendwas muss doch mit diesem Haken da auf sich haben, oder? Ich glaube nicht, dass das die richtige hier ist, aber... Nee, das kann nicht die richtige sein. Irgendwie kann das nicht richtig sein. Ja, das ist dann ein ganz klarer Fall von, ich mache hier gar nichts und nichts passiert. Oh Mann. Jetzt steht er auf Kalzone. Nee, Kalzone wollen wir nicht. Also wir wollen, eigentlich wollen wir Fisch. Kann ich eine Fischkalzone machen? Das wäre doch eine super Idee, oder? Maschine, mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Gerät. Nee, macht er nicht. Schade. Wofür ist denn der Strohhalm gut? Jetzt steht er auf Phosphor. Ja, wir nehmen nochmal so eine Phosphor-Zuckerwatte mit. Warum auch nicht? Keine Chance. Ich werde bis zu... Am Strohhalm festhalten. Ja, ich verstehe schon. Er greift nach dem Strohhalm. Aber hier ist auch sonst nichts. Kann ich den Fisch in der Phosphorspur wälzen? Oh, ihr Ficker. Entschuldigung für den Ausdruck, aber... Ach. Okay. Dann habe ich jetzt zumindest ungefähr die Lösung, vermutlich. Auf die Idee muss man erstmal kommen.
Leuchtet es jetzt? Nee, ne? Warte, ich muss jetzt noch hier... Moment. Zack. Es werde Licht. Licht oder Ficht? Ein leuchtender Köder. Super. Okay, dann haben wir es jetzt. Ich schätze mal, den Köder hänge ich jetzt hier an den Haken. Komm, Fischi, Fischi. Hier bin ich. Hinter dem gesprungenen Fenster. Ja, ich sehe es links oben. Da blubbert schon die Luft raus. Alter. Dummes Viech. Alter, was war denn das? Rufus, du irres Wesen. So, der Müll ist aber irgendwie weg. Dann geht's weiter zum Hochbootwrack. Alles klar. Aha, wo sind wir denn jetzt gelandet? Interessant, eine Truhe. Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Piraten? Was für Piraten? Kann ich nicht anrechzen. Strohhalm. Wir legen mal den Strohhalm da drauf. Keine Chance. Ich werde bis zu... Na gut. Sonst ist hier... Was ist das? Ein Boot? Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschen. Ja, nett. Wir sind also doch nochmal ein Stück vorangekommen. Ich dachte ja schon, das wird dann wieder nichts. Wir gehen mal rein. Also, wenn das denn geht. Darf ich rein? Na, wen haben wir denn da? Vater? Nee. Ja? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Das ist nicht mein Vater. Ich bin Boso. Nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ach, ein Glück. Hui. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählst. Ja, genau. Doc, was machst du denn hier? Wurdest du etwa auch von diesen Piraten entführt? Haare aus. Ich werde dich retten. Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Glück gehabt. Gut, das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Alles klar. So viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der Nacht richtigen eben, das war Adresse. Der Hirnklempner, oder? Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten ja. aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Was ist denn mit ihm? Meine Güte, für wen hältst ja, für du mich Pirat. Denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Ist der Eject-Knopf irgendwo hier in der Gegend? Nee. Oder hier? Ist das nicht der Eject-Knopf? Klick, 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 klick. Geht nicht. Hier vielleicht. Oh. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. Alter. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und eine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ey, wir sind doch Kumpels, wir sind doch Bastler. Ah ja. Und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Was? Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal. Du ziehst mich doch nur auf, oder? Ich hab hier irgendwie... Da ist ja nur Staub auf den Kontakten. Sorry. Nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst... Ich soll Staub wischen? Klingt wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? Ja. So ähnlich. Okay, was habe ich denn zum Saubermachen? Goals Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das Minigame. Haben wir im Lu wieder sauber. Was ist denn das da? Lesekopf, Chip, Kontakte. Habe ich sauber? Sauber? Staubig. Ja, wie kann ich denn das jetzt säubern? Ich kann ja gar nichts machen. Kann ich boosten? Ich kann nichts machen. Warum? Ich kann wirklich gar nichts machen. Was ist denn das hier? Ich brauche bestimmt ein Inventar dafür, oder?
bisschen Captain Bose. Ah, hier kommt mein Staubwedel. Ah, nice. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Kann ich mit dem Typen mal quatschen? Captain Bozo. Na, kann ich irgendwie helfen? Ha, guter Versuch. Aber auf solche Tricks falle ich nicht rein. Ach Mann, Rufus. Das ist kein Trick. Du bist so böse. Gib dir keine Mühe, Schwarzbart. Sei doch nicht so oberflächlich. Blackbeard, alles klar. Wehe, du hast dem Mädchen was angetan. Aber nicht doch. Sie war schon so, als ich sie gefunden habe. Da dachte ich, sie könnte sicher einen Arzt gebrauchen. Johoho, und eine Buddel voll rum, was? Was? Nein, ich, Dachte ich mir's doch. Der ist so böse. Ich schlage eine Waffenruhe vor. Aber nicht, weil ich Angst hätte, sondern aus Rücksicht auf die Lady, okay? Das ist doch nett. Ich habe doch gar keine Waffen. Nennst du mich etwa einen Feigling? Wenn du einen Kampf willst, kannst du es ruhig sagen. Was ist denn hier los? Hörst du überhaupt, was ich sage? Bruvo, du bist manchmal echt ein bisschen doof. Dachte ich mir's doch, du Fehlzünder. Und denk dran, halte dich an die Waffenruhe. Ich, na gut, Waffenruhe. Ja, klügere versprochen. Ha, das hättest du wohl gern, hä? Aber ich gebe nichts auf das Wort eines dreckigen Piraten. Wie hältst du es nur in diesem dreckigen Piratennest aus? Aber ich habe doch gerade erst frisch gewischt. Ach ja? Und ich kenne Seekühe, die riechen besser als du. Und zwar hinten raus. Hm. Vielleicht gehe ich nachher nochmal über alles drüber. Haha, beim Klabautermann. Hart Backbord. So. Komm uns nicht in die Quere, hörst du? Du kannst später noch brandschatzen, so viel du willst. Brandschatzen. Aber hier ist feinmechanischer Sachverstand gefragt. Oh Mann. Hör mal. Rufus, ich habe Feinmechanik studiert. Ich war sogar 3 Jahre lang. Verschon mich mit den Geschichten von deinen Kaperfahrten, du Störtebäcker. Du Störtebäcker. Ich habe hier ein Problem, das sich mit roher Gewalt nicht lösen lässt. Oh Mann. Lass Doc frei. Aber er hat eine Passage zum schwimmenden Schwarzmarkt gebucht. Ach ja? Deine Mutter hat gleich 2 gebucht. Hey, halte meine Mutter da raus. Wo auch immer da ist. Touché, Captain. Touché. Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Ich behalte dich im Auge. Ich sitz doch nur hier. Eben. So, wir brauchen jetzt noch ein paar Gerätschaften, um die ganze Sache zu säubern. Was ist hier? Ein Schlüssel? Wofür ist denn der? Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Tja. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Tja. Wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Das war wieder typisch Rufus. Nice. So, mehr gibt's aber momentan nicht. Was ist denn hier noch? Ein Goal? Sie kriegt nichts mit. Schade, wo sie schon die ganze Mindbike-Action verschlafen hat. Echt mal, das war so cool. Was war denn das? Das war Donald Duck. So, Doc, hast du noch was zu sagen? Hast du die Kontakte schon gereinigt? Nein, mir fehlt noch das richtige Reinigungsmittel. Fast fertig. Beeil dich. Es ist nicht gut für den Kopf, wenn man das Bewusstsein so lange ausklingt. Wem sagst du das? Ich hoffe, sie schmeißen auf Elysium auch so gute Partys. Wovon redest du schon wieder? Also, Bozos Schlüssel und ein Staubwedel. Jetzt müssen wir die Datasette nochmal anschauen. Staubwedel. Bitte, bäh. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, Fettfleck. Da muss ich wohl nochmal rüber. Staubig, fertig. Ach, noch ein Fettfleck. Vielleicht hätte ich mir die Finger waschen sollen. Aber staubig ist es nichts mehr. Doch, staubig und fettig, fettig. Nicht gut. Was tust du da, Rufus? Also das funktioniert nicht mit dem Staubwedel. Okay, ich verstehe. Wo bekomme ich denn jetzt noch andere Utensilien her? Zum Putzen. Ach, vielleicht aus der Truhe hier draußen. Ich habe ja jetzt den Schlüssel dafür, ne? Nehme ich an. So, mach mal auf. Vielleicht sind da noch zwei, drei Putzsachen drin, so. Na los. So, offen. Sehr schön. Der Schlüssel kann weg. What? Rufus, du bist manchmal Was echt ein bisschen... Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt.
Was für ein unnützer Krempel. Na ja, ich will mal eine mit. Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Okay. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. Alter, du Vollidiot, das wäre guckt euch mal diese Drahtbürste an, ey. Fettlöser, Staubwedel. Okay, da hätten wir ja wahrscheinlich alles. Wir gehen wieder rein. Und in der nächsten Folge werden wir dann vermutlich uns darum kümmern, diese Datasette zu reinigen. Ja, erst in der nächsten Folge. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert und bewertet das Video, abonniert meinen Kanal und empfehlt mich weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.